Hi, Sögen aus Thailand. Ja, wir waren heute schon fleißig. Wir waren am Feld, beziehungsweise Ploy und der Chap. Ja, und will euch mal noch ein Update zu dem zeigen, was die Leute hier so in der Landschaft treiben. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir müssen erstmal den Hund wieder sauber kriegen. Ja, der war im Feld. Beziehungsweise der ist auch, ja, wie soll man sagen, der ist halt eben in unserem Tümpel gewesen. Der muss jetzt erstmal wieder sauber gemacht werden. Der schreckt auch vor Dreck und Algen nicht zurück. Der springt überall rum. Ja, apropos Reis, wenn man dann jetzt hier rausguckt, sieht man, dass die Reispflanzen sich gut entwickeln. Ja, und aus diesem Grunde mache ich mit euch mal so einen kleinen Abstecher raus bis vor die Tür. Da fängt dann die mühselige Arbeit an, die auf die Leute jetzt zukommt. Aber das sind nicht nur wir von betroffen, natürlich hier die ganze Region. Alle Farmer, die Reis anbauen, sind derzeit ja von morgens bis abends auf dem Feld. Jetzt hier wirklich bei uns vor der Einfahrt. Ihr könnt sehen, im Hintergrund ist unser Schild vor der Einfahrt. Ja, und jetzt fängt die mühselige Sache an. Hier setzen jetzt die Frauen und auch die Männer den Reis. Ja, die sind jetzt wirklich in der Mittagssonne dran und setzen den Reis. Der wird dann hier halt eben in diesen Bündeln vorher ausgezogen. Ja, und dann einzeln halt eben aufgenommen. Und dann werden die Reispflanzen in einem Abstand von ungefähr 25, 30 Zentimetern dann neu gesetzt. Immer in kleinen Bündeln. So kriegt man dann die Felder voll. Hört sich jetzt komisch an. Ja, wir haben wirklich derzeit zu wenig Wasser. Ist, ja, klingt blöd, ist aber wirklich so. Zeige ich euch dann gleich mal. Bloy und Chep, die waren heute Morgen auf der Farm bei uns und haben da gepflügt, beziehungsweise Bloy hat da ja klar Schiff gemacht. Wirklich dann auch ja das, was wir gemäht haben, verbrannt. Wir haben wirklich derzeit zu wenig Wasser. Wir erhoffen uns allerdings, dass heute Mittag, heute Nachmittag Wasser kommt, sprich Regen kommt. Weil wenn Regen kommt, dann ist es zuvor mal tierisch heiß, im Moment auch. Also ich bin kurz vorm Verbrennen und Richtung Berge scheint sich aber sowas anzubahnen, dass wir gleich wohl mal richtig Wasser abbekommen. Ja, in diese Richtung hier gesehen, zu unserem Hausberg ist derzeit noch alles hell. Ja, hier sind normalerweise die Felder unseres Nachbarn, die bleiben jetzt unbestellt. Ja, der gute Mann ist bei der letzten Reisernte verstorben. Durch Eigenverschulden ist im betrunkenen Kopf wirklich mit seinem Moped in den Drescher reingefahren und ist der Sache erlegen. Ja, und die Frau alleine kann es natürlich nicht bestellen, ist ja klar, die Felder. So hoffen wir jetzt hier ja doch auf Regen. Also ich glaube, dass er sich heute einstellen wird. Ja, so sind denn jetzt hier auch wieder ein Feld daneben, wo auch noch Reis gezogen wird. Kann man sehen, also ganz zarte Pflänzchen, die jetzt hier hochkommen. Ja, so ist denn das Feld, wo jetzt die Arbeiterin und der Arbeiter dran sind. Ja, will wohl heute Nachmittag fertiggestellt werden. Allerdings sind die Nachbarfelder alle schon gut belegt. Hier kann man mal zeigen, dass wir eigentlich so ein bisschen Wassermangel haben. Die Pflanzen sind hier gesetzt. Und hier an den Randregionen, ja, ist eigentlich stehen die nur so ein bisschen im Schlamm.
Die überleben auch, das ist alles gar kein Thema. Also wenn der nächste Wasser dabei kommt, ist das eigentlich alles so gut. Ja, der Reis, der ist an für sich recht robust, macht viel mit. Ich war auch immer im Glauben, wenn der dann mal kein Wasser sieht, dann würde der sofort ja, eingehen, verrecken, wie auch immer. Tut aber nicht. Also der steht auch noch eine ganze Zeit lang im Schlamm recht gut. Und natürlich hilft viel Wasser natürlich schon. Aber der muss jetzt auch nicht zu viel Wasser haben, dass er untergeht, dann geht er wirklich kaputt. Also das ist meinem Schwager vor 2 Jahren passiert. Ja, Regenfälle, die sich da eingestellt haben, die komplett alles überflutet haben und haben natürlich dann auch die Pflanzen weggeschwemmt. Es kam mal ein Kommentar, in dem gefragt wurde, ob wir denn 2-mal im Jahr Pflanzen setzen. Nein, tun wir nicht. Wir haben, beziehungsweise Ploy hat einen Onkel, der ist unten Richtung Sisaket. Der ist in der Lage wohl 2-mal zu ernten im Jahr. Bringt natürlich hohe Einnahmen. Er verkauft natürlich dann auch den Reis und der ist dann nicht nur für den Eigenbedarf da. So ja, hat er dann obendrein da noch so ein bisschen Gewinn dran. Dem geht es auch nicht schlecht, davon abgesehen. Ich blende euch jetzt hier mal im Anschluss noch ja, die Arbeiten von Ploy und Chep ein, die da schön gewerkelt haben bei uns auf der Farm und alles vorbereitet haben. Bitte bleibt dran, schaut es euch noch an. Ich sage tschüss, teilen, liken, abonnieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Bis denn, der Jürgen aus Thailand. Tschüss. Ja, wir müssen auch noch klar Schiff machen hier bei uns auf der Farm. Läufer brennt hier kontrolliert. Und eben das ganze trockene Zeug, was wir in den letzten Tagen mal abgemäht haben. Das ist natürlich auch richtig toll für den Hund. Da ist der Lucky, der springt hier überall rum. Er ja, kann sich hier frei bewegen und war auch schon im Wasser. Ja, und der Chap, der macht jetzt unser Reisfeld klar, beziehungsweise flügt um. Hat schon einiges gemacht. Der ist allerdings auch sehr schnell damit. Mittlerweile schon in den letzten Jahren richtig Übungen drin bekommen.